Das Miteinander von Jung und Alt. Inwieweit findet das in Bad Dürrheim in den Vereinen und Gruppen statt? Haben Veränderungen der letzten Jahre bewirkt, dass Treffen zwischen den verschiedenen Generationen weniger geworden sind? Wir vom Mehrgenerationenhaus Bad Dürrheim sehen uns als Motor für solche Begegnungen. Als Herzstück des bürgerschaftlichen Engagements sind wir für Menschen jeden Alters und jeder Nationalität ein Ort der Begegnung. Also es macht Spaß, es können an jüngere Generationen weiterzugeben. Ja, das Forum USPA ist geboren als eine Art ländliche Volkshochschule. Was wir auch ganz neu machen, ist das Spielenachmittag. Da kann also jeder kommen, von klein auf bis zum Alter. Und da entsteht dann auch eine Gemeinschaft, wo generationsübergreifend ist. Wir sind zuständig für die Smartphone-Kurse. Zurzeit machen wir Grundkurse. Da ist die Nachfrage am größten. Also für mich als jetzt von der jüngeren Generation ist es natürlich was anderes, jetzt den älteren Leuten was beizubringen. Mit der Zeit bin ich schon dahinter gekommen, wie die Teilnehmer das wollen, ja. Ich finde es persönlich sehr interessant, auch einfach ältere Geschichten zu hören, da wie es damals halt war. Und da erzählt sie mir auch sehr viel von ihrer Jugend und ich finde das voll spannend. Wir leben vom Austausch und dem freiwilligen Engagement. Es sind ja verschiedene Fächer und eben verschiedene Lernlotse. Ich finde es toll, dass es das hier gibt. Das Angebot ist super. Doch warum sind generationsübergreifende Begegnungen überhaupt so wichtig? Intergenerative Begegnungen sind Kit für die Gesellschaft. Voneinander lernen, Verständnis für die Lebenssituation der anderen Generation zu entwickeln, sollte ein großes gesellschaftliches Ziel für alle sein. Ich freue mich immer, wenn ich mit jüngeren Leuten zusammenarbeiten kann. Also ich persönlich arbeite sehr gerne mit etwas älteren Kollegen zusammen. Einfach aus dem Grund, weil man natürlich immer noch was dazulernt. Der Generationentreff, das beinhaltet ja schon das Wort Generationen, verschiedene Altersgruppen. Die freuen sich auf jeden Fall immer, wenn jemand Jüngeres auch da ist. Die ältere Generation blüht da ganz toll auf. Wir wollen alle Generationen ermutigen, sich zu engagieren. Wir sind der festen Überzeugung, dass solche Treffen für alle Beteiligten eine Bereicherung sind.